Gemeinschaft ist problematisch aus pädagogischer und soziologischer Sicht. Das fängt schon mit der Klassengemeinschaft an, dann ist die andere Klasse dann möglicherweise schon beim Fußball der Feind, 6a gegen 6b. Also eine Gemeinschaft definiert ja auch immer irgendjemand, der nicht dazugehört. Das ist ein Grundproblem in der Pädagogik. Der Gemeinschaftsbegriff ist durch die Volksgemeinschaft prädestiniert dafür, dass man etwas zusammenschweißt und alle anderen dann ausschließt. Das muss man mit im Kopf haben. Es ist nicht per se etwas Positives. Es kann sehr gut sein, wenn es bewusst und durch Freundschaft erzeugt wird. Ein weiterer Punkt. Ich glaube, dass man über den Staat und die Polizei reden muss. Da hätte ich auch noch eine Frage, oder durch den Zusammenschnitt ist das vielleicht durch diesen Berliner Polizei, der da interviewt wurde, etwas schräg rausgekommen. Wir haben das Phänomen, dass diese Nazis, die jetzt Original-Nazis, nenne ich sie mal, sich Sicherheitsdiensten anschließen. Wir haben das jetzt bei den Asylbewerbern erlebt. Glauben Sie denn nicht, die sind in der Bundeswehr? Wo kann denn so ein Nazi hingehen, wo er mit seiner Ideologie, mit Waffenfanatismus und Fetischismus umgehen kann? Wir haben also in Polizei, vom Verfassungsschutz wissen wir die Zusammenhänge, wir haben im Staatsapparat bei der Bundeswehr diese Leute sitzen, und dann gibt es andere, die finden die nicht gut, aber auch nicht so schlimm, das sind deren Kameraden. Die schützen die auch. Und dann kommen hinzu die lokalen Probleme, dass die Politiker sagen, das wirft ein schlechtes Licht auf das Dorf XY, wenn wir das zugeben. Und in Berlin hatte man natürlich ein Interesse, Hauptstadt, Image, international, das gab es schon mal 36 bei der Olympiade, dass hier die Dinge nicht so auffällig, dramatisch in die Öffentlichkeit kommen. Und deswegen ist dieser Berliner Polizist als Gegensatz zu Beckstein natürlich in dem Film sehr positiv weggekommen. Aber insgesamt ist die Straflosigkeit der Nazis die Regel, und der Schutz vor Gegendemonstranten nimmt brutale Formen an. Und zwar seit 30 Jahren, seit, ich habe das erste Mal 67 gegen die NPD demonstriert, und verprügelt haben mich nicht die Nazis, sondern die Polizei. Das heißt, wir haben ein ernstes Problem, ein ganz ernstes, dass die Mitte der Gesellschaft auch ein Kern dieses Staates betrifft. Die kleinen Moment, hier war jetzt gerade noch...